Ja, hallo liebe Leute, zur 13. Folge Victoria 3 mit Persien. Ihr habt vielleicht ganz am Ende der 12. Folge noch gesehen. Kurz nach der Abmoderation ist hier noch ein Agitator aufgetaucht, der unbedingt Zensur bewahren möchte. Ich hoffe, ich habe es nicht weggeschnitten. Das war schon nach der Verabschiedung, bevor ich beendet habe, kam der noch. Weiß ich nicht, ob das aufgefallen ist. Da, hier ist der Kollege. Den hauen wir auf jeden Fall mal direkt raus. Dass das hier nicht passiert. Wäre ein bisschen unangenehm. So, und es geht schon wieder los. Lotf Ali Davalu, der Vorsitzende einer Interessensgruppe Kleinbürger, hat in der Hauptstadt ein bemerkenswertes Spiel um die Macht betrieben, um einen Platz in der Regierung für seine Leute zu sichern. Es ist nicht ganz klar, ob man sie für diese neuartigen Taktiken belohnen sollte. Ja, aber Kleinbürger stärken... Wäre das nicht gut? Lasst mich mal gucken. Die wollen sich der Gesellschaft für den Fortschritt anschließen, also den Intellektuellen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und sie ziehen hauptsächlich Arbeiter und Büroangestellte an. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen... Ja, das Büroangestellte teilen sie sich mit den Intellektuellen. Aber sie nehmen Arbeiter von der Kirche. Weil die Kirche hat neben den Bauern hauptsächlich Arbeiter. Das wäre ja gar nicht verkehrt, ne? Und vor allem, wenn sie sich den Intellektuellen anschließen, wird auch die Gesellschaft für den Fortschritt stärker. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Sache. Das machen wir mal so. Die Frage ist, warum machen wir 80.000 plus? Weil wir aktuell noch aus dem Investitionsfonds nehmen, bald nicht mehr. Dann machen wir aber trotzdem noch 30.000 plus. Das heißt, woran forschen wir aktuell? Verbessert hat... Okay, der Stahl-Skelettbau kommt. Das heißt, ich baue überhaupt keine neuen Bausektoren mehr. Wir lassen das mal so. Wir bauen ein bisschen einen Puffer auf, weil ich weiß nicht, was Russland plant. Vielleicht könnte ich auch noch ein bisschen ins Militär stecken. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Wenn ich aus der 32er hier noch eine 70er mache. Dazu müssten was rein? 38 mehr. Bei dieser Mischung... Okay, es geht im Moment genau auf, 16 zu 16, das heißt 38 durch 2, oh mein Gott, 15, 15 und 4 sind 19, ne? Kommt auf jeder Seite kommen noch 19 dazu, dann machen wir 20, das ist einfacher zu rechnen, dann wird es halt ein bisschen größer. Wo haben wir denn noch viele Leute? Naja, guck doch mal, wir machen hier mal noch 20 rein. Und dann noch 20 mal Schrapnell-Artillerie. Machen wir mal so. Wir gucken mal, ob das voll wird, ob da die Bildung da ist. Werden wir mal testen. Vergrößern wir die Armee mal um 40 Mann. Das wäre doch nicht verkehrt. Dann gehen wir hoch auf 222. Das ist doch eine schöne Schnapszahl. Das können wir doch auf jeden Fall mal machen, denke ich. Da können wir unser Geld auch investieren. Und dann werden wir die Zeit nutzen und hier drüben weitermachen. Das hier gehört ja alles noch zum Jemen. Das heißt, da können wir theoretisch eigentlich direkt weitermachen. Ja, die werden mir aber immer angezeigt. Der Quasimatenstaat, das würde mich nicht so stören. Ja, da gehen wir rein. Da marschieren wir rein. Das ist schon ganz okay. Nehmen wir das nächste Stückchen ein. Das wird ja schon inkooperiert für 4 Jahre. Das heißt, das alles, was wir hier noch mit einnehmen, geht auch alles noch mit da rein. Da braucht man nichts mehr extra inkooperieren. Das ist doch ganz gut. Da haben wir die erste 50% Blockade getroffen. Minus 15%, minus 10% oder minus 10% Erlassungszeit zu Kosten. Ja, aber das ist die 2. Ja, aber ich kann nicht, ich muss die... Nein, also... Ne, es hilft nichts, ne? Es hilft nichts! Was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen? Wir müssen es halt einfach irgendwie versuchen. Ich kann es auch nicht ändern. Da müssen wir jetzt irgendwie uns durchkämpfen und gucken, was passiert. Wahrscheinlich fliegt es uns um die Ohren. Wir haben ja schon den zweiten Rückschlag. Ich meine, bei 50% Blockade, da ist der nächste, ist dann vorbei. Oder wir ziehen halt dann, wir müssen dann minus 10 oder minus 20 Erfolgschance nehmen. Dann wird es aber hinten raus auch nichts mehr.
Das sehe ich nicht mehr, ehrlich gesagt. So, da kommen schon die Kasernen. Und dann müssen wir Regierungsverwaltungen bauen, richtig? Ja, obwohl, wir haben eigentlich fast alles. Wir können die. Was zahlen wir eigentlich an Sozialhilfe? 3,80 Dollar. Oder 3. Was zahlt man denn in Persien? Ich habe keine Ahnung. 3 persische Währung 80. Ja, da können wir eigentlich auch die Sozialhilfe erhöhen. Für die Handvoll Leute, die sie bezieht. Das wäre ja nicht verkehrt. Das heißt, wir bauen mal noch ein paar Regierungsverwaltungen. Darf jetzt nur den Krieg nicht verpassen. Da fehlt Infrastruktur in Tebris. Dünger ist auch fertig. Schichtarbeit ist fertig. Jetzt passiert gerade sehr viel. Hier wollten wir gucken. Guck mal, da in Westafghanistan fehlt es auch an Infrastruktur, ehrlich gesagt. 5 Stück kriegen auf jeden Fall noch rein. Hier in Belutschistan bauen wir mal 9 Stück. Und in Khorasan noch 3. Das müsste erstmal reichen. Da müssen wir gucken, in Tebris fehlt es an Infrastruktur. Huch. Ja, da brauchen wir. Ich baue mal gleich 2 Eisenbahnen. Eine davon würde ich nach vorne holen, damit der Mali weggeht. So, und jetzt muss ich hier einmal mobilisieren. Und dann die Front stellen, weil es geht schon weiter. So, und wir haben den verbesserten Dünger. Das heißt, wir werden jetzt mal hingehen. Werden meine frisch gebauten Weizenfelder auch alle auf Dünger stellen. Und meine Düngemittelfabrik auf verbesserten Dünger. Und dann gucken wir mal, was das mit unserem Markt macht. So, Dynamit verbreitet sich gerade. Habe ich gelesen. Genau, und wir forschen das auch. Das ist gar nicht verkehrt, dann ist es nämlich relativ zügig durch. Dann kommt das Handkurbel-Gatling-Geschütz, dann kommt der Stahl-Skelettbau und danach nehmen wir den Stahlbeton rein. Wie sieht es mit der Innovation aus? Oh, wir können mehr Universität brauchen. Wir können mehr Universitäten brauchen. Wie sieht es mit der Bildung aus? Tadschikistan hat immer noch ein Problem. Da sind aber auch nur noch 5000 Bauern. Das können wir uns sparen. Auch im Jemen. Da hat es nur 2 Bauern. Und die sind dumm. Oh, das ignorieren wir einfach mal. Wobei im Jemen, da kommen ja jetzt noch ein paar Gebiete dazu hier. Was ist denn jetzt passiert? So, ja, ja. Im Jemen kommen ja jetzt noch ein paar Gebiete dazu. Da hat es aber auch nicht mehr die meisten Bauern, oder? Nee. Nee, das lohnt sich nicht. Da hat es überhaupt nichts. Keine Regierungsverwaltungen. Dann baue ich doch noch eine nach Belutschistan oder 2. So, das passt schon. Gesetz erreicht Abstimmung. Oh, letzte Phase. Vielleicht ist das doch noch nicht ganz durch. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich zu früh damit abgeschlossen. Aber wir haben schon 60 Offensive. Das ist schon ziemlich nice. So, Nationalismus ist da. Das heißt, wir haben auch wieder mehr Bildung. Nee, nicht mehr Bildung, mehr Autorität. Da ist die Frage, wo gehen wir damit hin? Bildungstechnisch läuft es ja eigentlich. Woran fehlt es hier? An Transport. Weg damit. So. Genau, da schiebt sich jetzt eine Eisenbahn vorne rein. Das passt aber, dann kommt Eisen. Das ist alles in Ordnung. So, der Laden ist schon besetzt hier. Das ging schnell. Dann haben wir das schon eingesammelt. Da machen wir heute auf jeden Fall weiter. Also wir werden heute so viel wie möglich von der arabischen Halbinsel einsammeln. Das ist, glaube ich, ganz gut. Der Russe ist immer noch kriegslüstern. Hat immer noch unseren Diplomaten ausgewiesen, ne? Ja, ja, wir können immer noch nicht. Moment, wo ist verbessern? Hier. Ja, hat kürzlich Diplomaten ausgewiesen. Aber er greift auch nicht an. Also ich weiß nicht genau, was er plant oder was er vorhat, aber... Ja, wir brauchen hier jetzt auf jeden Fall... Oh, dringend einen weiteren General. Nur Kirche. Nur Kirche. Es ist so nervig, ne? Nur, jetzt ist ein Landbewohner da. Das ist doch schön. Dann nehme ich, brauche ich woanders noch einen? Glaub nicht, ne? Hier ist okay, hier ist okay. Ist alles Kirche.
Ja, ich will jetzt von der Kirche gerade keinen rausschmeißen, weil sonst steigt hier die Unterstützung noch weiter, wenn die unzufriedener werden. Aber ich werde ihn hier von den Landbewohnern jetzt ordentlich befördern. Ja, ich weiß, ich habe keine Bürokratie, aber das ist mir egal. Den von der Kirche schmeißen wir dann später raus. So. Sehr gut, hier müssten wir eigentlich durch sein. Na, die nehmen es nicht an. Das heißt, das muss er erstmal aussitzen. Ich meine, wir haben die Kirche ja immerhin schon mal ein bisschen. Ich meine, die Kirche hat noch 29%. Zu ihren Hochzeiten war die bei über 40, ne? Wir stärken jetzt halt die Landbewohner ein bisschen. Das ist, denke ich, schon okay. Die Landbewohner unterstützen das auch. Nee, unterstützen nur die Intellektuellen. Das ist sehr schade. In die Landbewohner? Wofür sind eigentlich die Landbewohner in dieser Thematik? Wir sind einfach neutral. Okay. Naja. Wir drücken jetzt einfach die Daumen in 6 Tagen, 5 Tagen. Vielleicht kriegen wir einfach die 30%. Blockade nur noch 44,9. Das ist sehr gut. Weil die Kleinbürger raus sind aus der Protestbewegung, sehe ich gerade. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, Blockade. Mist. Minus 10%. Oh, hier kriegen wir keine... Oh, weia. Oh, weia. 10%, jetzt müssen wir... Oh, je, meine. Hier bekommen wir keine Minus-Erfolgschance. Das wäre eigentlich das Beste. 10% Erlassungszeit ist nicht so wild. Minus 5% Bürokratie trifft uns halt richtig. Aber das kriegen wir auch gefixt. Die Frage ist, was passiert, wenn 10% der Bürokratenpops in Irak-i-Achami radikaler werden? Das ist unsere Hauptstadt. Da ist jetzt die Frage... Büroangestellte gibt es dort 65.000. 10% davon wären 6.500. Ne? Und da unten hat es noch 9.000 Bürokraten. Also nicht die Büroangestellten, es sind nur die Bürokraten, ne? Bürokratenpops. Davon haben wir nur 9.000. Das heißt, das sind 900. Das wird jetzt nicht den riesen Unterschied machen. Das heißt, ich gehe hier rein. Wir schlucken die Bürokratie Mali und bleiben aber auf unseren 30%. Ich glaube, das ist am besten. Meine ich zu glauben. Hauptsache, wir bleiben auf den 30%. Die haben wir jetzt immerhin schon zweimal getroffen. Wir sind ja in der letzten Phase. So, und damit haben sich jetzt die Kleinbürger aber wieder in die Protestbewegung rein. Wobei, da sind doch kaum Bürokraten drin. Nur 1,5%, aber das hat wohl gereicht. Die saßen wohl gerade an der Schwelle. Aber egal. Ist egal, wir sind auf unseren 31% geblieben. Hoffen wir einfach, dass es so bleibt. So, ist das da unten? Ist übrigens fertig, ja. Huch. Gucken wir mal rein. Ja, da lässt sich überall nicht allzu viel tun. Wir könnten hier so ein paar Pop-Sparmaßnahmen einbauen. Die Waffenfabrik schmeiße ich weg. Dafür haben wir sowieso nicht die Pops. Das ist alles... ich mache das hier mal so. Kanonengießerei 2. Da arbeitet auch niemand. Schmeiße ich auch mal weg. So, dann könnt ihr mal ein paar Leute woanders einstellen. Und 4 Häfen. Das ist halt die Frage, ob wir 4 Häfen brauchen. Da könnten wir auch ein paar Pops freimachen, ehrlich gesagt. 10.000, die können woanders arbeiten. Das reicht infrastrukturtechnisch schon. Dann können die mal woanders arbeiten. Ich glaube, das ist besser. Wir haben sogar eine Eisenbahn, ne? Ich schmeiß noch einen Hafen weg. So. Dann haben wir jetzt mal ordentlich 20.000 Leute freigemacht. Die können mal bitte woanders arbeiten. Dann macht das wahrscheinlich mehr Sinn so. Gut. Und wir machen hier weiter mit dem Quasimatenstaat. Oh, da sieht sie... Oh, Ägypten würde da mitmachen. Ui, und wie? Hat der irgendwelche... Warte mal. Hat der irgendwelche Diplomatiepakte? Ja, ein Verteidigungspakt mit Ägypten. Okay, aber vor Ägypten haben wir keine Angst, oder? Ein Bündnis mit dem Hedjas. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Hat eine Verpflichtung gegenüber Russland, aber das ist eh nicht so wild. Was ist mit den Ägyptern? Wie stark sind die Ägypter? 137 Bataillone, die machen mir jetzt nicht die größte Angst. Mit was kämpfen die so? Die Ägypter? Blenkler, immerhin. Ja, okay, die haben... Russland stellt sich auf die Seite Großbritanniens. Was ist hier los?
Ach so, Vertragsoman. Ja, gut. Das hätte der Brite wahrscheinlich auch alleine geschafft. Wie ist es beim Hedjas? Hedjas hat ein Bündnis mit dem Quasimadenstaat und ist ein Tributgeber von Ägypten. Okay, wir werden uns jetzt früher oder später mit Ägypten anlegen. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon, ne? Wenn wir hier weiterkommen wollen. Nach Natsch kommen wir immer noch nicht rein. Das ist alles unpassierbares Gelände hier. Das heißt, wir müssen uns früher oder später jetzt mit dem Ägypter anlegen. Ägypter ist in einer Zollunion mit Italien. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, die nächste Blockade. So, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum hier, ne? Jetzt kommen wir nicht mehr drum rum. Oh, war ja, jetzt geht's 10% runter. Ha, schade, man hätte ja nochmal Glück haben können. Wir werden mal die Kleinbürger ein bisschen zufriedener machen. Damit sind sie wieder raus aus der Protestbewegung. Ah, das Event hätte ein bisschen früher kommen können. Naja, jetzt sind es nur noch 44% Blockade. Ah, wir kämpfen uns hier ein bisschen durch. Noch ist das Gesetz nicht vom Tisch, aber es ist gerade unwahrscheinlicher geworden um 10%. So, jetzt fangen wir an, Kasernen zu bauen. Das wird jetzt gleich teuer, aber das macht nichts. Wir haben genug Goldreserven aufgebaut. Und dann müssen wir mal gucken, wann kommt eigentlich unsere nächste Kompanie? Da hätte ich ja auch schon wieder Interesse. Das Dynamit ist schon gleich da. Kompanie. Das müsste eigentlich... Oh, erst bei den Investitionsbanken. Das ist noch ein bisschen. Was verbreitet sich hier eigentlich? Der organisierte Sport. Na, danke für nichts. Wer braucht den denn? Ja, nee, das lassen wir erstmal so. Wir nehmen auf jeden Fall das Handkurbel-Gatling-Geschütz mit. Das ist wichtig. Die Einberufungsstellen verbreiten sich. Dann haben wir hier drüben alles, was T2-Tags angeht. Dann muss das Schiffzeug mal gemacht werden. Das ist halt, das blockiert mich so ein bisschen. Ich würde hier gerne beim Militär weiter runter. Gerade gerne zu den Befestigungsgräben. Aber die dauern halt noch 5 Jahre, weil hier drüben halt bei den Schiffen, da fehlt T2-technisch alles. Ne? Da haben wir nicht eine der 6 Forschungen aktuell. Dafür sind wir hier drüben fertig. Das ist ein bisschen... Ja. Bisschen unangenehm. Aber gut. So, jetzt sind wir im Minus, weil wir Kasernen bauen. Das ist aber okay. Die baue ich jetzt auch erstmal noch fertig. Die Frage ist, lege ich mich jetzt mit dem Ägypter an? Das ist halt die große Frage. Wir haben jetzt dann gleich über 200 Bataillone. Er hat 137. Wer macht denn sonst noch mit? Warte mal. Der Hedjas ist mir egal und der Natsch ist mir auch egal. Sonst macht niemand mit. Italien könnte halt, ne? Das könnte jetzt schon ein etwas dickerer Krieg werden unter Umständen. Da warte ich mal kurz, bis die Kasernen fertig sind. Die nehmen wir mal noch mit, glaube ich. Die bauen wir jetzt mal noch schnell. Kasernen gehen in der Regel relativ zügig. Da wird nur 4 Wochen an einer gebaut. Wir haben jetzt mittlerweile auch 13.000 Steuerverschwendung durch diesen Bürokratie. Ja, das ist jetzt, das zimmert jetzt richtig rein, ne? Das Ding hängt, glaube ich, auch. Ja, das geht nicht weiter, oder? Weil die Bürokratie fehlt. Ah, unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. So, Dünger ist teuer. Werkzeuge sind teuer, Klamotten sind teuer. Ah, wir müssen mal gucken. Also so Sachen wie Stahl fände ich schön, wenn es ein bisschen teurer wäre. Auch Motoren wären okay. Was nicht okay ist, sind eigentlich Klamotten. Und Werkzeuge, das sind unsere Bauwaren. Die habe ich eigentlich ungerne teuer. Wie ist denn das beim Stahl-Skelettbau? Brauche ich beim Stahl-Skelettbau noch Werkzeuge? Ja, sogar mehr. Das heißt, das mag ich nicht, dass Werkzeuge teuer sind. Wenn ich die aber ausbaue, wird... oh, Gesetzesblockade, 15 runter. Okay, jetzt haben wir richtig reingegriffen. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Das sieht nicht mehr gut aus. Das war die nächste Blockade. Jetzt haben wir eine richtig dicke Debatte. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Unsere... Oh Gott, ja. Das sieht nicht mehr gut aus. Das sieht nicht mehr gut aus. So, und jetzt kommt das Dynamit. Beim Dynamit haben wir jetzt natürlich das Problem, dass unsere Bauwaren aktuell sowieso nicht so viel wert sind.
Blei ist nichts wert, Schwefel ist nichts wert, Eisen ist nichts wert. Können wir da ein bisschen exportieren? Was haben wir da für einen Überschuss? 400. Da kann man doch bestimmt exportieren. Nach China. Ach so, noch mehr Bürokratie ausgeben. Ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber gut. Ägypten hat Rivalität erklärt. Das kommt natürlich passend. Die wissen auch schon, was kommt. Manchmal habe ich das Gefühl, die KI kann Gedanken lesen, ja. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die KI kann Gedanken lesen. Das ist ja der Wahnsinn. Woher wussten die denn, was wir vorhaben? Woher wussten die denn, was wir vorhaben? So, wo gehen wir jetzt mit dem Dynamit hin? Vielleicht ein bisschen in die Kohle. Weil Kohle ist auch ein Grundbedürfnis. Da fehlen uns 189. Da können wir ja mal häppchenweise, wenn ich so eine Vierer umstelle, bekommen wir 84. So. Dann haben wir die Kohle, denke ich, gut eingesammelt. Und Sprengstoff fehlen uns jetzt 13. Ja, das lassen wir erstmal so. Das ist in Ordnung. Und dann tun wir was für Klamotten wieder. Achso, nicht so, sondern hier rüber. Wir gucken wieder nach dem Ortspreis. Wo ist es richtig teuer? In Mazandaran. Bauen wir mal 3. Hebris bauen wir 2. Zint bauen wir 2. Und dann je noch eine hier, wo es teuer ist. So, dann haben wir Klamotten, denke ich, wieder im Griff. Jupp. So, die Kasernen sind gleich fertig. Und dann kommt, ach so, dann kommen die Regierungsverwaltung. Die muss ich natürlich auch selber bezahlen. Gut. Der Osmane, der mag uns ja eigentlich noch. Oh nee, beim Osmanen stehen wir mittlerweile auch auf minus 17. Der mochte uns doch mal. Ich habe so ein bisschen, der ist mittlerweile auch feindselig, ne? Also, um uns rum hassen uns mittlerweile alle, ne? Um uns rum hassen uns mittlerweile alle. Das ist unfassbar. Wir können der chinesischen Zollunion beitreten. Ich hätte lieber einen Verteidigungspakt. Das wollen sie aber nicht. Weil... Na, schon zu viel Lahme. Oh Gott, Russland beschädigt wieder die Beziehungen. Oh mein Gott, das ist hassen uns alle. Also das hatte ich jetzt auch noch nie. Bauen wir zu viel Militär auf? Hassen die uns deswegen? Also die hassen uns ja wirklich alle. Ist ja wirklich katastrophal. Es ist ja unfassbar. Friedhof der Legislative, ist es vorbei? Ja, wir haben eine Blockade getroffen. Das war's. Damit ist unsere Zensur den Bach runtergegangen. Sehr gut. Ja, was machen wir denn sonst? Was machen wir denn sonst? Geschlossene Grenzen, ihr könnt mich mal, auf gar keinen Fall. Kein Amt für Inneres, was soll das denn? Wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, es wieder hier zu probieren. Wir haben eine 31%ige Chance für die völlige Trennung. Das wird aber wieder die Kirche radikalisieren. Das heißt, wir kriegen wieder einen Riesenaufstand und die Streitkräfte auch. Wir brauchen es eigentlich, brauchen wir es gar nicht probieren. Hier radikalisiert sie es erstmal nicht. Meine Güte, ne? Und sollen wir es probieren? Oh Mann, ich habe eigentlich gar keine Lust dazu. Die Kleinbürger würden es unterstützen. Pass mal auf. Kriegen wir die Kleinbürger nicht noch mit rein? Dann gehen wir auf 57 runter. Ist das was? Oh je. Wahlkampagne auf Schienen. Nein, wir wollen nicht den Gelehrtengrad. Was zum Teufel? Ah, da kommt jetzt eh eine Wahl. Die warte ich mal ab. Die warte ich mal ab. Mache ich mal nicht. Warten wir erstmal die Wahl ab. Wie sieht's denn aus? Der Gelehrtenrat nimmt ab. Die Gesellschaft für den Fortschritt nimmt zu. Das ist gar nicht verkehrt. Schauen wir mal, ob wir es irgendwie hingebogen kriegen. Wir bekommen auch kein besseres Wahlrecht. Und wir versuchen es nach der Wahl, versuchen wir es nochmal mit der Staatsreligion. Vielleicht, ja, wird es ja irgendwas. Da brauche ich Rivalität. Das Osmanische Reich hat auch Rivalität erklärt. Moment, wie viele Rivalen haben wir denn mittlerweile?
Oh Gott, sowohl den Ägypter als auch das Osmanische Reich. Was wollen die denn alle von mir? Was ist denn das? Ist ja fürchterlich. Das ist ja ganz schlimm. Was wollen die denn alle von uns? Die hassen uns aber alle wie die Pest, ne? Lanfang annektieren. Ja, schön, schön für den Chinesen. Ja, das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut. Was verbreitet sich jetzt eigentlich? Die Gummi-Mastikation. Ja gut, die brauchen wir nicht wirklich. Wir haben eh kein Gummi. Ich glaube, wir machen uns hier zu sehr breit, ne? Für den ihren Geschmack. Kann das sein? Boah, das wird jetzt interessant, ne? Oh, Russland plus 18. Russland hat mittlerweile ein Interesse auf der arabischen Halbinsel. Die haben auch gemerkt, wo ich arbeite. Dann, damit ist es jetzt erledigt hier, ne? Da wird jetzt nichts mehr eingenommen. Da macht sogar der Italiener mit. Der Ägypter. Da würde der Russe weniger mitmachen. Oh Gott, ja, wir sind tot. Ja, wir können eigentlich gar nichts mehr machen hier. Das ist, das sieht relativ nach Ende aus, ne? Was unsere Expansionspläne anbelangt. Wenn wir unsere Armee nicht noch weiter vergrößern. Aber wir können auch nicht gegen Russland, Ägypten und Italien Krieg führen. Das wird nicht funktionieren, ne? Das wird nicht funktionieren. Irgendwelche Ideen? Irgendwelche Ideen? Wie sieht's beim Nudge aus? Da macht erstmal niemand mit. Russland minus 86. Wobei das nicht heißt, dass es ja, sogar eine 10% Wahrscheinlichkeit, dass es einfach annimmt. Wobei nur, dass Russland nicht mitmacht, bedeutet nicht, dass sie nicht trotzdem einfach reingehen. Das ist immer so das Ding, ne? So, Wahlergebnis ist da. Wir kriegen die Kleinbürger nur schwerlich mit rein, ne? Nee, wenn ich sie erstmal drin habe, kriege ich sie nicht mehr raus. Das ist das Problem, ne? Das ist das Problem. Ich kann sie jetzt reinholen für 6% mehr Chance. Aber ich kriege sie dann nicht mehr raus, weil sie dann in der Partei drin stecken. Ich kann dann nur die ganze Partei rausschmeißen und das ist ein bisschen blöd, ne? Ah, das ist... Ah. Die Intellektuellen sind dafür. Mit 16%. Wie komme ich hier auf 31, ehrlich gesagt? Achso, mein Anführer ist noch dafür, weil der ist Nihilist. Und zusammen mit den Kleinbürgern kämen wir auf 40% fast, ne? Staatsatheismus hätten wir sogar noch mehr Chance. Das radikalisiert die genauso. Hier oben haben wir nur 21. Mit den Kleinbürgern, ja, weil das als Nihilist findet das meinen Anführer halt wahrscheinlich nicht so dolle. Da gibt er nur 5%, ja. Boah! Ja gut, wenn wir sie radikalisieren, gibt's eine Revolution und die betrifft sowieso wieder das ganze Land. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Das können wir, glaube ich, schon relativ sicher sagen. Die Kleinbürger reinzuholen würde aber bedeuten, dass wir eine relativ schlechte Regierung haben. Aber wir könnten... Es ist alles unangenehm. Ich könnte natürlich noch ein paar Generäle der Kirche rausschmeißen, aber die sind, dann sind sie noch stinkiger. Ja, komm, gib mir mal noch den General von den Kleinbürgern. Wo ist er denn? Da ist noch einer von den Landbewohnern. Mal ein bisschen generelle Beförderungsspiel machen. Es hilft ja nichts. Hier haben wir Kirche. Das interessiert uns nicht. Wen haben wir hier? Streitkräfte ist schlecht. Kirche ist schlecht. Streitkräfte ist schlecht. Da unten ist noch einer von den Kleinbürgern. Den befördern wir auch mal ein bisschen. Vielleicht finden wir noch einen passenden Agitator, der uns unterstützt. Das ist Kirche. Das ist Landbewohner. Den hatte ich schon befördert. Ja. Kriegen wir hier noch einen guten General? Guck mal, da ist noch ein Landbewohner. Der hat Krebs. Ist mir egal. Den holen wir trotzdem rein, befördern ihn auch noch.
dass wir die Pops vielleicht ein bisschen bei der Kirche rauskriegen, ne? Das ist so das Einzige, was mir gerade einfällt. So, finden wir noch, da ist noch was, da ist ein Admiral gestorben, habe ich das gerade richtig gelesen? Agitator gestorben, auch gut, und hier, ne, das Grund des Interessens, das Oberhaupt der Interessensgruppe Grundbesitzer ist gestorben, ah, die sind eh randständig. So, wie sieht's bei der Marine aus? Da haben wir auch einen Landbewohner, der ist schon hoch befördert. Und noch einen Landbewohner, der ist auch schon maximal befördert. Na gut. Dann, gucken wir vielleicht noch nach einem passenden Agitator. Vielleicht findet sich da was. Für gewählte Verwaltung. Von den Kleinbürgern. Ein Demokrat. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wie sieht's eigentlich mit der Verwaltung aus? Die Gewählte gefiele mir schon, ne? Aber das finden die Intellektuellen dann wieder doof. Die eingesetzte Verwaltung. Ja, okay. Nicht unbedingt. Na gut, dann probieren wir es halt wieder, oder? Und was ist mit den garantierten Freiheitsrechten? Achso, das ist das Problem, weil wir immer noch Zensur haben, ne? Das ist das Ding. Wir hängen immer noch in der Zensur. Probieren wir es halt nochmal, oder? 20%? Komm, dann holen wir die Kleinbürger rein. Nehmen wir das auch noch mit? Das hilft ja nichts, ne? Machen wir so. Lassen wir die hier anschließen. Haben wir 65%. Ist jetzt eine umkämpfte Regierung leider, aber besser als nichts. Damit gehen die Kleinbürger auf 11,9 hoch. Dafür die Intellektuellen deutlich runter. Das hat sich jetzt zwischen den beiden verschoben. Leider nicht so, wie ich es gehofft hatte. Aber gut. Damit müssten wir jetzt so 25% haben, 27. Die Kirche, also es steht zumindest nicht da, dass es sie radikalisiert, ne? Das heißt, wir probieren es jetzt mal. Anlaufnummer, was ist das, 4? Anlaufnummer 5? Ich weiß nicht, wie oft wir es schon probiert haben. Das geht jetzt ein paar Sekunden, dann ist die Protestbewegung da. Und da werden wir gleich sehen, was auf uns zukommt, ne? Oh weia. Und je nachdem, wie die Protestbewegung aussieht, gucken wir mal, ob wir hier drüben weitermachen. Was machen meine Kasernen? Ja, die in Usbekistan ist schon voll und die in Westafghanistan ist auch schon voll. Das hat da ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir unsere 222 Bataillone. Ja, ich glaube, wir stehen militärisch, stehen wir schon ganz gut da. Jetzt holen wir uns noch gerade das Handkurbel-Gatling-Geschütz. Das ist nochmal mehr Defensive und Tötungsrate. Und dann kommt der Stahl-Skelettbau. Den müssen wir uns auch leisten können. Also der Investitionsfonds ist jetzt auch wieder richtig voll. Weil aktuell bauen wir ja alles aus eigener Kasse. So, da ist die Protestbewegung. Sie hat nur eine Radikalität von 14, aber eine Unterstützung von 60. Ne? Das heißt, wir haben wieder 60% Blockade. Ne? Das ist immer das Gleiche. Das funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. Sie werden nicht radikal, aber unter 60% Blockade geht da nichts. Das ist, ich glaube, wir müssen uns allmählich damit abfinden, dass das hier mit dem Entfernen der Staatsreligion eher schwer bis unmöglich wird. Was sehr schade ist, aber... Ich wäre lieber... Richtung Kommunismus gegangen hier mit Persien. Das war ja eigentlich mein Ziel, aber dazu kann ich die Kirche ehrlich gesagt nicht brauchen. Weil die Kirche da grundsätzlich gar keinen Bock drauf hat. Und dann ist es immer ein bisschen schwer. Na gut. Autoritätstechnisch, wir haben immer noch 100 übrig. Wir könnten ja auch nochmal, wir haben Porzellan bis heute nicht besteuert, das mache ich mal noch. So ein Luxusgut hier. Das Geld nehmen wir einfach noch mit. So, und ansonsten haben wir jetzt dann die Regierungsverwaltungen gleich durch. Dann kommt nochmal eine Eisenbahn, dann kommen nochmal Universitäten. Die Regierungsverwaltung im Jemen schmeiße ich weg. So, das heißt, bis hierhin müssen wir immer noch alles selber bezahlen. Und ab dann wird's besser. Ab dann wird's besser. So, die Radikalität steigt wieder im Land. Ja, natürlich, weil wir eine dicke Protestbewegung haben. So, und jetzt müssen wir halt einfach gucken, ob wir aus diesen Blockaden im besten Fall Prozentchancen mitnehmen und am Ende dann wenigstens auf eine 50-50 kommen oder so.
Viel anders wird's nicht gehen. Fürchte ich. Ich hatte irgendwo ein brutales Durchgreifen, hatte ich gesehen, oder? Im Oman, ja. Soziale Durchlässigkeitskampagne in Tadschikistan. Wobei die mittlerweile Qualifikation haben. Das heißt, die kann ich hier wegnehmen. Und mache dieses brutale Durchgreifen in den Jemen. So. Achtung. 3 Tage. 12. Januar. Erste Blockade. Ja. Nicht mal eine gute. Oh. Oh. Ja, den Fehler hier habe ich letztes Mal gemacht. Den mache ich nicht mehr. Das heißt, wir nehmen einfach minus 10. Schön. Läuft. Läuft. Läuft gut. Ich sehe schon. Ich sehe schon. So, jetzt müsste eigentlich auch mein Gesundheitsamt hier weitergehen. Ja, noch 4 Wochen. Dann haben wir das zumindest geschafft. Und dann wollten wir hier Sozialhilfe erhöhen. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ich denke, mit den restlichen Regierungsverwaltungen kriegen wir genug Bürokratie, um die Sozialhilfe zu erhöhen. Ich meine, wir haben mittlerweile einen Lebensstandard von 13,3. Der ist eigentlich ganz gut. Alles grün, ne? Alles grün. Nur die armen Kirgisien-Leute, die nach Russland mussten, denen geht's schlecht, ne? Da seht ihr, wo es besser gewesen wäre, nämlich bei uns. Aber gut. So, gut, also das wird auf jeden Fall nicht radikal. Dann werde ich jetzt nochmal gucken, ob wir hier nicht beim Nudge, was machen können. Wer macht denn da mit? Der Russe vermutlich nicht. 10% Chance, dass sie es einfach annehmen. Wir probieren es. Boomende Industrie abgeschlossen. Okay, er lehnt ab. Boomende Industrie abgeschlossen. Wegen der jüngsten Erweiterungen in Sachen Produktion und Verbrauch von Sprengstoffen in unserem Land gibt es viele Debatten darüber, ob das Militär oder die Industrie den Vorrang haben sollte. Das Munitionsminendurchsatz, Sprengstoffwerke-Durchsatz. Ich nehme mal die Minen. Unterm Strich ist es wahrscheinlich egal. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Also es tendiert jetzt auf jeden Fall erstmal niemand zum Nudge. Das ist ja schon mal ganz gut. Vielleicht kriegen wir den ja noch eingenommen. Ich meine, das muss ich per Marineinvasion machen, aber das ist nicht das Problem. Gucken wir mal, wer da alles reingeht. Russland hat aufgehört, unsere Beziehungen zu beschädigen. Das finde ich ja schön. Kriegslüstern. Feindselig. Feindselig. Nur der Chinese ist unser Freund, ne? Nur noch der Chinese. Den kriegen wir aber nicht. Oh, wir können einen Verteidigungspakt bilden gegen eine Verpflichtung. Das würde aber bedeuten, er könnte uns in den zwingen, seinem Markt beizutreten, ne? Das wäre ein bisschen unangenehm. Wollen wir das machen? Verteidigungspakt mit China würde uns schon... Der hat nur noch 205 Bataillone? Wie hat der denn abgerüstet? Der hatte doch fast 500. Und mit was kämpft der? So. Zeig mir mal eine Kaserne. Mit Blänkler. Naja, es wäre immerhin gegen den direkten Angriff. Ich meine, es sind 200 Bataillone, sind 200 Bataillone, ne? Wenn wir ihm aber eine Verpflichtung geben, bedeutet das, er könnte uns auffordern, seinem Markt beizutreten. Und dann müssten wir, wenn wir das ablehnen, trotz Verpflichtung, dann... Oh je. Ja, da ist schon die nächste Gesetzesblockade, runter auf 1%. Ja, vergiss es. Ja. Kannst du knicken? Wir haben nicht das Glück, was wir brauchen. Das wird nix, würde ich mal sagen. So, mobilisieren. Ihr könnt schon mal... Ne, ihr könnt da bleiben. Das ist nicht so wild. Die Flotte kann ich schon mal hier in den Seeknoten entsenden. Ja. Das ist jetzt erstmal nix, würde ich sagen. Wir werden beim Nudge jetzt gleich noch das zweite Gebiet mit reinnehmen hier. Kurz bevor es... Boah, die erklärt halt einfach... Russland hat immerhin schon Neutralität erklärt. Jetzt, Quasimatenstaat raus, Ägypten raus, Vertrags-Oman raus. Gut, der wäre nicht so schlimm gewesen. Und wir packen mehr Kriegsziele rein. Haha. Frech.
Okay, wir sind durch. Keiner hat was gemacht. Dann werden wir zumindest den Nudge noch in Gänze erobern. Das ist ja auch immerhin was. So, und ab jetzt fangen wir wieder an. Oh, der Nudge lenkt ein. Na, ich hätte es zur Hauptforderung machen sollen, weißt du? Naja, egal. Damit haben wir das eingesammelt. Macht ja nichts, wir werden es inkorporieren. 5 Jahre, die passen auch zu uns. Dann gucken wir uns mal schnell die Gebäude an. Werkzeugfabrik, das ist ja alles okay. Ich stelle mal auf Stahl. Eine Waffenfabrik, da hat es halt auch keine... Oh doch, hier hat es noch Leute. Aber keine Qualifikation. Hm. Waffenfabrik. Von mir aus. Kanonenfabrik. Die mit ihren... Ich glaube, die Waffenindustrie schmeiße ich mal weg. Das wird ja sowieso nicht wirklich voll. Der Fischer kann mit Schiffen arbeiten. Ja, ist schon alles okay. Dann hat er einen Hafen. Und eine Eisenbahn. Ja. Gut. Wir müssen hier ein bisschen Bildung reinkriegen. Kriegen wir aber dadurch, dass wir ihn jetzt inkooperieren, wird er auch, wie sagt man, von unserem Schulsystem profitieren. So, wir haben jetzt weit mehr Bürokratie, als wir brauchen. Das heißt, wir erhöhen jetzt unser Sozialsystem. Und dann sind wir überall am Maximum, was wir halt im Moment tun können. Ne? Mehr ist aktuell nicht. Dann sieht es zumindest hier mal ganz schön aus. So, und jetzt bauen wir volles Rohr aus dem Investitionsfonds. Aber wir können definitiv mehr. Unser Investitionsfonds ist mittlerweile so stark. Guck mal, das sind nur noch, selbst wenn der Investitionsfonds leer wäre, wären das nur noch 30.000 mehr, die wir selber zahlen müssten. Und das können wir locker. Marktzugriff in Sindh. Ah, jetzt kommen, ja, da müssen wir dann was tun. Nein, keine Regierungsverwaltung. Was mache ich denn? Oh, unsere Konvois gehen weg. Vielleicht sollten wir das auch mal mit Häfen machen, damit wir Konvois kriegen. Zumindest da, wo wir es können. Und in Westafghanistan bauen wir die erste Eisenbahn. So. Damit wir das wieder in den Griff kriegen. So, was passiert mit unserem 1%? Nix wahrscheinlich. Ja, Gesetzesblockade. Das heißt, wir haben den ersten... Wir gehen jetzt wieder immerhin zurück auf 26%. Aber, ja. Was willst du sagen, ne? Komm, wo ist der Fehlschlag? Nicht zu machen, ne? Kommt nicht. Wird gleich kommen. Da. So, einmal zurück. Dann sind wir wieder hoch auf 26%. Zweiter Versuch. Zweiter Anlauf. So, was ist, wenn wir die hier einnehmen wollen? Da macht auch niemand mit, ne? Ne. Osmanisches Reich, minus 27, Ägypten. Da gehen wir auch noch rein. Gucken wir mal, ob wir das auch noch mitnehmen. Dann sammeln wir jetzt mal so viel auf der arabischen Halbinsel ein wie möglich. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Und hoffen einfach, dass da jetzt nicht auch jemand reingeht. Also es tendiert zumindest schon mal keiner rüber. Von daher, wir haben ja auch nur 5 Verrufenheit. Das ist nicht viel. Also von daher müssten wir das eigentlich hinkriegen. Ihr könnt wieder nach Hause. Da ist erstmal nichts weiter notwendig. So. Genau, jetzt kommen die Werkzeugfabriken und bei uns kommt jetzt... Oh ja, 3 Wochen ist das da, das hilft uns auch. Das heißt, sollte jetzt ein größerer Krieg ausbrechen, hätten wir immerhin auch noch das Handkurbel Gatling geschützt. Das wäre doch schon mal eine schöne Sache. Hier ist jemand entlassen worden. Okay, sie lenken auch einfach ein. Erledigt. Wunderbar. Ah, ist das schön heute. Freut mich, freut mich. Auch Kanonen weg, eine Munitionsfabrik weg, die Werkzeugfabrik kann mit Stahl arbeiten. So, ja. Mehr hat's hier nicht. Wir wollten gerade eine Eisenbahn bauen für Infrastruktur. Naja, von mir aus, die können da bauen. So, das heißt, die arabische... Oh ja, wir müssen jetzt...
Eigentlich müssen wir jetzt gegen das Osmanische Reich Krieg führen, ne? Wenn man ehrlich ist. Ich hätte mein Land gerne verbunden. Und da die sowieso schon feindselig uns gegenüber sind, wo ist das Problem, ne? Wo ist das Problem? Sage ich, wie es ist. Eigentlich sollten wir hier Basra und Bagdad einnehmen, wenn man ehrlich ist. Was würden das kosten? 20 Verrufenheit. 17. Wir könnten auch eine Landesbefreiung machen. Oh ja, lass mich mal gucken. Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen durchgucken. Ja gut, da tendiert die halbe Welt zur Unterstützung. Was haben die denn für Bündnisse, die Kollegen? Die haben uns als... Ja gut, die sind in der Zollunion mit Italien. Wie stark ist eigentlich... Oh, Italien hat halt auch 186 Bataillone. Das wird halt schwer, ne? Dass wir da alles mit allem verbündet irgendwie. Was die Sache ein bisschen umständlich macht. Jetzt gucke ich trotzdem mal nach einer Landesbefreiung. Was würde denn Sinn machen, am ehesten hier rauszureißen? Mosul. Okay, das würde die beiden raus... Ja, nächste Gesetzesblockade. Ich breche das Gesetz gleich ab. Ich kann mir das nicht mehr angucken, ne? Das würde ihr Land zumindest auseinanderreißen. Transjordanien ist eher uninteressant hier unten. Das wäre der Irak, ne? Wir müssten den Irak rausreißen. Landesbefreiung des Iraks. Das wäre Basra, Bagdad und Mosul. Das wären die drei Länder. Und das wären genau die, die ich dann gerne hätte, ne? Das wäre hier den Irak befreien aus dem Osmanischen Reich. Aber wir kriegen keine Unterstützung und... Tunis, Rumänien, das interessiert mich alles nicht, ne? Der Italiener ist halt das Problem. Gegen den Osmanen alleine und das Kleinzeug hier, das würden wir schaffen. Aber noch der Italiener obendrauf, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, ne? Das schaffen wir nicht. Also er hat 124, der Italiener hat 190, haben wir gesehen. Das sind fast 300. Das schaffen wir halt nicht, ne? Mit was kämpft Italien? Wahrscheinlich auch mit Blänklern, ne? Ganz normal, wie jeder andere auch. Und Schrapnell, ja. Ja, der Osmane hat kein Schrapnell. Der hat nur Mobil. Ja, wir könnten... Wenn wir die Armee noch ein bisschen vergrößern, es könnte machbar sein. Sollen wir das probieren? Ist das unser Ziel, Leute? Sollen wir das probieren? Ich muss das inkooperieren, ich hab's vergessen. Ist das, was wir wollen? Da wir mit der Folge fast am Ende sind, könnt ihr es mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Gehen wir da rein? Oder bauen wir noch ein bisschen Militär auf? Also ich könnte auf jeden Fall diese andere 10er-Armee, die hier unten jetzt steht, auf der arabischen Halbinsel, die könnte man noch vergrößern. Könnten wir mal auf jeden Fall noch 40 bis 50 Bataillone reinpacken. Schön Schrapnell und Blänkler. Und dann drauf. Dann hätten wir 270 Bataillone, dann wären wir fast gleich auf. Wir können wahrscheinlich auch noch ein paar Einberufbare dazu packen, wenn mich nicht alles täuscht. Da können wir ja auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Mal überall. Geh mal hoch auf 20. Hier. Und dann hier auch mal 20. So. Dann haben wir hier mal 20. Wie sieht es in den anderen Armeen aus? Die haben schon, dann machen wir hier mal noch je 10 mehr. Mann, da geht aber einiges rein nach Afghanistan. Sehr gut. Dann haben wir die gemacht, dann haben wir die gemacht. Wie sieht es hier aus? 30, 28. Dann gehen doch hier noch 2 mehr. So. 30, 30. Und die hier unten, die hat auch noch. Da können wir dann auch noch
wenn es noch reinpasst. Nee, okay. So, dann haben wir die zumindest mal alle. Dann haben wir 222 und 206. Ja, das wird halt richtig heftig, ne? Das wird richtig übel. Wie sieht denn das waffentechnisch aus? Ja, wir werden mehr Kanonen, mehr Munition vorher bauen müssen. Das können wir uns sonst nicht leisten, ne? Das können wir uns sonst nicht leisten. Ja, wir können da ja wahrscheinlich noch ein bisschen was umstellen. Lohnt sich hier irgendwas? Nee. Also wir können bei der Waffenfabrik zumindest aufs Repetiergewehr hoch. Und bei der Kanonenfabrik auf die Hinterlader. Und bei den Munitionsfabriken auf Sprenggranaten. Also wir können schon mehr rausholen dann im Zweifel. Aber es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir unsere Waffenindustrie noch ein bisschen vergrößern. Wo haben wir denn schon welche? Komm, wir bauen hier mal noch drei mehr. Und hier zwei. Damit das waffentechnisch passt. West-Afghanistan. Ja, da kommen ja Eisenbahnen, ne? Bauen wir hier mal noch fünf und dann noch fünf Munitionsfabriken. Fars bräuchte erstmal eine Eisenbahn. Zack. Oder vielleicht statt einer Eisenbahn auch hier. Nee, ich habe nicht so viele Pops hier. Ich nehme die Eisenbahn. Nochmal Munitionsfabrik auf 2. Ach komm, nee, das bauen wir einfach komplett hier. Bauen wir auch nochmal 5. Vergrößern wir unsere Kriegsindustrie nochmal ein bisschen. Ja, die nächste Gesetzesblockade. Das heißt, wir treffen nur Blockaden, ne? Ich weiß, wir haben 63%, aber 5-mal hintereinander? Da könnte zwischendurch auch mal was anderes kommen. Ja, gut. Um Gottes Willen, die East Indie, guckst du dir an. Hol mir jetzt den Verteidigungspakt mit China. Das hilft uns. Das hilft uns. Vielleicht unterstützen die uns sogar. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wir stehen auf plus 80. Ja, ich weiß, Fehlschlag. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die letzte Durchgangschance mit 26%. Gucken wir mal. So, aber ein Bündnis wollen sie noch keins. Ja, gut. Macht nichts. Ja, jetzt ist die Frage. Das habe ich verpasst. Schade. Vielleicht hätten sie uns angeboten, Tributgeber zu werden oder so. Naja, egal. Ja, jetzt ist halt die große Frage. Hier unten geht nichts mehr, ne? Da macht die halbe Welt mit. Da macht sogar der Italiener kommt, wenn ich den Quasimadenstaat angreife. Das ist so schlimm, ne? Bei Hatchers sieht es ähnlich aus. Guckt euch mal an, da macht die halbe Welt mit, ne? Unfassbar. Vielleicht ist das auch die einfache Variante. Wir führen hier unten erstmal Krieg gegen Ägypten und Italien und gucken erstmal, ob wir das eher hinkriegen. Weil der Ägypter plus der Italiener, wobei das macht nicht viel Unterschied. Der Ägypter ist sogar stärker als das Osmanische Reich mittlerweile. Das ist, ja. Wir sind 204 und ich wollte gerade gucken, ob ich mehr Schiffe bauen muss. Der hat 234 Flotten. What the fuck? Oh Mann. Ja, das ist, Preußen hat die eigene Rivalität mit Italien beendet. Das ist schade. Jetzt dachte ich gerade, ich kann das vielleicht irgendwie nutzen. Aber der Preuße ist eh tot, ne? Die Frage ist, wie steht denn der... Der Österreicher hat ein Bündnis mit Italien. Ach Gott, komm, ey. Da ist wieder die halbe Welt verbündet, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem bei der KI. Je weiter du nach hinten kommst, wir gehen jetzt auf 1900 zu... Da ist irgendwann ist irgendwie jeder mit jedem verbündet, ne? Also, das ist wirklich eine Katastrophe. Am Ende kämpfst du immer gegen die halbe Welt. Das war in jedem Let's Play bisher so, ne? Das war auch in Neugranada so, in Südamerika. Irgendwann, ab einem gewissen Punkt, kämpfst du immer gegen die halbe Welt, weil jeder mit jedem verbündet ist.
Oh, aber wir werden es probieren. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir uns auf dem ausruhen sollten, was wir haben. Wir werden das Militär aufbauen. Vielleicht kommen wir noch als Erster Richtung Grabeninfanterie. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht sollten wir uns forschungstechnisch Scheiß auf den Stahlbeton, Entschuldigung für den Ausdruck. Gesetzesblockade, wunderbar. Wir sollten uns, ja, wir brauchen Befestigungsgräben für die Grabeninfanterie und die Kriegsspiele für 10% Offensive. Das wäre das Ding. Wir müssen jetzt hier drüben was machen. Es hilft nichts, ne? Da muss jetzt diese Reihe hier zumindest mal weg. Da wird uns auch die Technikverbreitung helfen. Ich meine, das Ganze geht ja alles nur... Warte, ich mach's nochmal weg, dass man das sieht. Das geht ja nur 19 Monate. Also wir erforschen das ja mittlerweile relativ zügig weg. Also... müssen wir durch. Ne? Ich nehme jetzt den Stahlskelettbau noch mit. Da geht noch ein Jahr. Und dann... Innovation sind wir wieder am Maximum. Ja, unsere Bildung ist eigentlich super. Verglichen mit dem Rest der Welt um uns rum sind wir sehr gebildet. Muss ich gerade mal so sagen. Also das ist schon okay. Und die Sozialhilfe hat jetzt eine Stufe erreicht. Das ist gut. Mehr Sozialhilfezahlungen. Das ist ja auch gut für unseren Lebensstandard. Wobei wir diese Runde nicht eine einzige Einwanderungswelle bekommen haben. Wie sieht es denn aus in Russland? Ja, sie haben immerhin jetzt mal die 10 überschritten. Was denn? Die haben hier eine große Steigerung im Lebensstandard drin. Aber immer noch weit entfernt von uns, ne? Aber es können halt nicht so viele kommen, weil wir halt immer noch Migrationskontrollen haben, ne? Stellt euch vor, wir hätten keine Migrationskontrollen. Wir würden Einwanderungswellen aus allen Richtungen bekommen, weil, ne, verglichen mit dem um uns rum, ist das hier ein Paradies, ne? Da würden sie echt überall herkommen. Aus dem Osmanischen Reich, aus China, aus Indien. Die würden überall herkommen. Aber kriegen wir auch nicht durch, weil... Weil es keiner will, ne? Gut, aber dann sind wir mit der Folge durch. Die Glaubensfreiheit, davon können wir uns verabschieden. Das wird nichts mehr. Das lassen wir mal. Wir sorgen jetzt gleich nochmal für Infrastruktur. Genau, und dann kommt die Militärindustrie und dann bauen wir nochmal ein paar Kasernen, würde ich sagen. Dann erhöhen wir die andere 10er Armee mal noch hoch auf 60. Verpassen denen nochmal 50 Bataillone. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann müssen wir halt mal gucken, ne? Also, wir können aktuell nicht höher steigen als Rang 14, weil wir halt immer noch eine Nebenmacht sind. Wenn Italien reingeht, Italien ist eine Großmacht, die sind sogar Rang 2. Was zum Teufel? Italien ist Rang 2. Italien wäre jemand, gegen die könnten wir... Haben die irgendwelche Kolonien? Darum kümmern wir uns das nächste Mal. Da könnten wir uns unsere Anerkennung holen, wenn die mit reingehen. Das wäre mal eine Sache. Ja, wobei ich sehe jetzt nicht, wo wir das schaffen könnten. Die haben, glaube ich, keine größeren Kolonien irgendwo, wo wir was schnell besetzen können. Das wird dann wahrscheinlich schwer. Na gut, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der 14. Folge wieder. Oh ja, Blockade. Damit war's das. Tschüss, Glaubensfreiheit. Es war schön mit dir. Bis zur 14. Folge. Ciao, ciao.